Liebe Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty hier bei mir auf dem Kanal. In der heutigen Folge geht es ein bisschen drunter und drüber, ist ordentlich Action drin. Wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und an dieser Stelle möchte ich mich noch bedanken für die ganzen Daumen in den vergangenen Folgen. Macht richtig Spaß, hier am Projekt dran zu bleiben. Und auch schon mal der Hinweis, wenn es euch diese Folge auch wieder gefällt, lasst gerne wieder einen Daumen da, lasst Kommentare, lasst Tipps da, würde ich mich drüber freuen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der nächsten Folge Medieval Dynasty. Gut Leute, also nochmal der Hinweis. Was wir heute vorhaben, ist einmal, wir bauen jetzt mal ein paar Werkzeuge, dass wir die verkaufen können in Gustovia. Denn da will ich als nächstes hin und will uns auf jeden Fall unsere Holde klar machen. Doprimira hieß sie, glaube ich. Ich meine, sie hieß Doprimira. Und sie würde ich gerne, ja, die wollen wir ja heiraten und die muss auf jeden Fall in der heutigen Session ins Dorf und bei uns einziehen. Und wir brauchen halt Geld, weil sich die Jahreszeit wechselt und dann kommen die Steuern und die müssen wir bezahlen. Und da wir ja gesehen haben, dass sich das lohnt, wenn wir hier einfach ein paar Werkzeuge herstellen, machen wir das doch glatt mal. Dann war das weitere Ziel heute, lasst mal ganz kurz reingucken, Technologie. Und zwar können wir noch bauen, die Kräuterhütte haben wir gebaut, das passt, Feldschuppen haben wir gebaut. So, wo kommt denn diese, da hatten wir gesagt, die gibt es hier, ne? Grabungsschuppen, genau. Grabungsschuppen und den gibt es ab 500 Punkten und wir stehen bei 445 und wir kommen hier weiter, wenn wir Rohstoffe gewinnst und Gebäude baust. Alles klar. Das ist der nächste Ziel, dass wir uns einen Grabungsschuppen ranholen. Dann vielleicht noch ein, zwei Häuser, damit wir noch ein paar Einwohner einziehen lassen können. Wir haben ja jetzt gelernt, wobei, vielleicht sollten wir eine Frau holen, dann können wir die noch... Wir haben ja noch ein bisschen Platz, so ist es ja nicht. Aber dafür brauchen wir halt Frauen. So, passt auf. Wir legen jetzt erstmal die Steinmesser. Die kommen alle darüber. Und somit müsste eigentlich das Problem... Ach nee, wir haben ja immer noch das Problem wegen... Ach, wir müssen ja immer noch die Dings bauen, die Hütte bauen, ne? Genau, wir hatten ja Helmut rangeholt und Helmut hat noch kein Zuhause. Weil er nicht mit anderen zusammenwohnen will. Ihr seht's, Helmut hat kein Zuhause. Aber Helmut wird, was kann denn Helmut? Kein Haus, kein Essen, kein Wasser, kein Holz. Und die hatten wir, ach genau, ich erinnere mich, die hatten wir ja schon angezeichnet. Geht also quasi nur noch um Bauen. Helmut, deine Butze ist fertig. Komm her. Zack. So, Helmut. Nun ist alles wieder gut, oder? Guck mal, wie schön das ist. Aber ich finde das so mit den kleinen verwinkelten Gassen hier, wenn wir das so bauen weiter, dann wird das... Nee, in die Mitte können wir vielleicht noch ein bisschen verschönern. Dann sieht das richtig gut aus. Guck mal. Gefällt mir. Lass mal gucken, Verwaltung. Ja gut, was Status? Kein Wasser. Ah, das ist, weil die Eimer brauchen, ne? Den müssen wir Eimer mit Wasser zur Verfügung stellen. Ja, alles klar, pass mal auf. Ich habe ihm ja gesagt, er soll Eimer, drei Stück haben wir. Muss das dann ins Nahrungsmittellager? Genau. Ja. Bestätigen. Och nice, guck mal. Eimer mit Wasser. Wunderbar. Und wenn wir die jetzt da reinlegen, sollte das doch funktionieren, oder? Dann nehmen sie sich doch Wasser raus. Eimer mit Wasser 10 von 10. Nice. So. Ah ja, okay. Alles klar, Wasser ist weg. Perfekt. Also haben sie jetzt alles. Juhu. Weil das will ich jetzt auf jeden Fall probieren. Wir müssen auf jeden Fall noch eine Frau mit ins Dorf holen, um zu sehen, ob wir die jetzt dann bei Helmut oder bei dem anderen einziehen lassen können. Ob das funktioniert oder ob die auch ein eigenes Haus brauchen. Das wäre ja utopisch. Läuft. Gut, Fähigkeiten haben wir. Keine Technologie. Grabungsschuppen. Und was können wir jetzt noch bauen? Lass mal ganz kurz Gebäude. Jagd. Da haben wir Jagdhütte, okay. Fischerhütte. Da brauchen wir auch 500. Nee.
Tierhaltung geht noch gar nichts. Produktion. Die Schmiede könnten wir bauen. Die könnten wir doch aber schon zumindest mal anzeichnen, wo die hin soll. Setzen wir die auch so halb rund? Nö, ich würde die fast so hier hinsetzen wollen. Gut, wir ziehen los. Hat denn er nur wieder? Achso, ihm fehlt das Material noch, ne? Hat wahrscheinlich kein Saatgut. Kohlsamen. Ja, ich weiß, dass du kein Saatgut hast. Lass doch den Kohl, der da jetzt wächst, erstmal wachsen. Genau, du kannst in der Zeit, guck mal, hier wächst schon Kohl. Machst dir in der Zeit einen ruhigen, Helmut. So, ich glaube, wenn wir zurücklaufen, gehen wir mal gucken nach der Höhle. Ah, jetzt habe ich natürlich wieder... Na gut, beide können wir uns schnell bauen. Da könnten wir aber glatt mal oben bei der Höhle vorbeigehen, weil ich glaube, dass hier unten... Nee, hier irgendwo in dem Gebiet müsste eine Höhle gewesen sein. Und da gibt es nämlich Salz und auch Eisen oder Kupfer. Irgendwie sowas. Da könnten wir ja gleich mal schauen, ob wir da was rankriegen, wenn wir jetzt schon die Schmiede haben. Aim vom Allerfeinsten. Vom Allerfeinsten. So, hallo Gozimira. How is life treating you? Ah. Wie geht's dir, meine Schöne? Ich bewundere deine Ehrlichkeit. Ja, Zuneigung 76. Es mag seltsam klingen, aber ich habe gehört, dass Kleidung, die in Pinkelwasser eingeweicht wird, leichter zu waschen ist. So will ich nicht flirten. Du hast außergewöhnlich schöne Augen, O-3. Das ist mir eigentlich egal, wie sie drauf ist, ne? Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Nee, habe ich nicht. Have a good day. So, und was ist mit ihr? Warte mal, guck mal. Oh, die ist gut in Schmieden. How are you? Sollen wir die holen? Die ist 21. Guck mal, die kann gut in der Schmiede. Die wäre eigentlich perfekt für uns. Kann die auch. Landwirtschaft? Gut, die könnte auch jagen gehen. Pass auf, die holen wir jetzt mal. Ich will das... Großartig, wir sehen uns dort. So, die Henrika. Und jetzt will ich mal gucken, ob wir Henrika irgendeinem, entweder Helmut oder... Ja, siehst du? Tatsächlich, man kann immer nur Männlein, Weiblein zusammenpacken. Ja, dann ziehst du halt mal hier ein. Bei Helmut. Henrika und Helmut werden ein Pärchen. Will mal nach der Höhle gucken. Ich meine sogar, da wären auch Wölfe gewesen. Hier geht's nach Hornika. Hier ist die Höhle. Boah, da ist der Bär! Alter! Oh, der lebt noch. Oh. Was war's? So viel zum Thema. Die Bären waren echt leicht. Während der Early Access. Na, wie gut, dass wir wieder hier sind. Also das ganze Spielchen nochmal, Freunde. Vielleicht hätten wir auch mal speichern sollen. Auch das wird gerne genommen. Und ziehen dann nochmal los. Ach, die Schmiede haben wir noch gar nicht gesetzt. Okay, dann setzen wir die Schmiede. Ich hätte speichern sollen. So, und zwar wollten wir die so hier hinsetzen, ne? So, komm, ein bisschen grad machen wir es wenigstens. So, der Beginn einer Gemeinde ist abgeschlossen. Kapitel... Welches Kapitel haben wir denn jetzt? Ist es 5, 6, 7? Ist das Kapitel 8? Ich glaube, das ist Kapitel römisch 8, ne? Groß und wild, Bogen 1, jage Elch, jage Wiesent, jage Bär. Und wir haben den Grabungsschuppen. Okay, hier können wir das machen. Was können wir jetzt hier machen? Holzwerkzeuge. Holzwaffen, Steinwerkzeuge. Alles klar, hier kriegen wir dann auch die Sense wahrscheinlich, ne? Wurfstein, Steinspeer,
Holzwaffen. Hier können wir auch Bogen bauen. Oh, mega gut. Leingarn. Langbogen. Okay. Und was machen wir hier? Der Esse. Da können wir Kupferbarren, Zinnbarren, Bronzebarren. Gab es nicht hier? Ah, hier ist der Amboss. Genau hier gab es das. Kupferwerkzeuge. Mhm. Also wir brauchen auf jeden Fall Metall. Oder beziehungsweise Erz. So, dann gucken wir. Technologie. Genau, da hatten wir jetzt den Grabungsschuppen. Entwickelt diese, ein Gebäude zur Rohstoffgewinnung. Arbeiter, die hier tätig sind, liefern kein Stroh. Ne, liefern Stein, Stroh, Kalkstein und Ton. Also, dann könnten wir doch den Grabungsschuppen. Gebäude. Gewinnung. Kräuterhütte. Grabungsschuppen. Dann könnten wir den doch da hinten stellen. Dann könnten wir doch den Grabungsschuppen so hier so ein bisschen abseits stellen. Hier, wo auch, ja, guck mal, hier so. Wo auch das Tonvorkommen ist. Zack, Grabungsschuppen fertig. Ja, würde ich fast sagen, dass Madame Butterfly hier. Was braucht denn der Grabungsschuppen? Achso, die haben wir ja noch gar nicht. Ah, die müssen wir jetzt ranholen, dann kann die hier graben. Och, guck mal, unser Kohl ist gewachsen. Ey, den können wir schon sammeln. Mega gut. Das müssen wir dann gleich machen, wenn wir kommen. Kohl sammeln. Aber jetzt gehen wir erstmal rüber. Jetzt gehen wir erstmal verkaufen. So, da wären wir. Also, wir haben hier sie, ne? Die sie hier hatten wir geholt, genau. Hey, bin da gerade dabei. Großartig, wir sehen uns dort. Kommst du? Henrika. Henrika, pass auf. Du? Hatten wir gesagt, leeres Haus, gehst zu Helmut. Zack. So, und du arbeitest wo? Ah, da sehe ich auch gleich die Fertigkeiten. In der Küche. Oh, Küche kann sie 3 als Koch. Köchin. Dann gehst du in die Küche. Dann müssen wir bloß die Küche mal hier noch einstellen. Da, ist das bei Gewinnung? Nö, das ist bei Produktion, ne? Ja. Und zwar gebratenes Fleisch. Oh, da macht sie 5 am Tag. Gebratenes Fischfilet, das können wir noch nicht machen. Kohlsuppe kann sie dann machen. Sobald wir den Kohl geerntet haben. Ah, da hat sie kein Material für gebratenes Fleisch. Okay, dann machst du halt das hier weiter. So, dann machst du mal 50% gebratenes Fleisch und die Kohlsuppe kommt dann, wenn wir soweit sind. Henrika, weißt du Bescheid, ne? Gut. Godzimira, Romantik. Wie geht's dir, meine Schöne? Da wusstest du, dass mancherorts sogenannte Scheidung durch Kampf geführt wird? Haha, du bist so witzig. Oh, Zuneigung plus 10. Wenn ja, wurdest du schon einmal von einer Biene gestochen? Wenn ja, denk dran, zuerst den Stachel herauszuziehen, dann eine Zwiebel zu halbieren und die Wunde damit einzureiben. Meistens ist es harmlos, aber das Stief kann manchmal gefährlich sein. So eine Liebe habe ich noch nie gefühlt und das macht mir Angst, aber Liebe verbringe ich mein ganzes Leben in Angst, als auch nur einen Atemzug mehr ohne dich als meine Frau zu tun. Wollen wir das schon sagen? Ich fühle mich geschmeichelt. Ah, Zuneigung 100 brauchen wir da. Okay, das war nix. Angeblich gibt es einen Taljäger, der Kadaver der Tiere erledigt und ausstopft. Weißt du, warum Bären keine Schwerter benutzen? Weil sie dich so. Weil sie dich auch so überwältigen können.
Was ist das denn? Ah, komm, den erzählen wir ihr. Ja, zu, nein, finden sie auch lustig. Finden sie auch gut. Bei mir zu Hause war das beste Mittel gegen die Erkältung immer ein Sud aus Hühnerknochen und Kräutern. Wie sieht es bei dir aus? So mache ich das auch. Aber das nächste Mal kannst du es auch mal mit Zwiebelsirup versuchen. Der kann wahre Wunder bewirken. Alles klar, okay. Ja, noch ein, zwei Mal mit dir quatschen und dann läuft es. Marumir, kann ich dir bei etwas helfen? Kannst du mir helfen, ein Problem zu lösen? Seit kurzem vermehren sich bestimmte Wildtiere hier stärker als andere, sodass sie zu einer Bedrohung für das natürliche Gleichgewicht in der Gegend geworden sind. Kannst du sie loswerden? Klar, ich werde sie jagen. Dann gucken wir gleich mal rein, was wir jagen sollen. Da ist Unigost. Unigost, wir müssen Schulden begleichen. It was nice seeing you. Müssen wir noch keine Steuern bezahlen? Nee, wir haben aktuell noch gar keine Schulden. Oder kommt die Steuer jetzt jährlich? Das kann natürlich sein. Das kann sein, dass die jährlich kommt. Okay. So, und dann geht's nochmal ab zum Bären. Ah, das, da steht sie noch. Ah, die steht noch da. So, das sind schon mal 858 Kohle, Münzen. Ach nee, wir mussten, da drüben ist der Höhleneingang, ne? Da ist der Falke. Da steht ein Bär. Alles klar, wir sind richtig. Speichern. So, jetzt ist die Frage. Müssen wir den Bär killen? Wahrscheinlich nicht, ne? Weil hier ist der Höhleneingang da drüben. Können wir nicht einfach an dem vorbei? Vor allen Dingen, sind es zwei oder ist das einer? So viele Fragen. Er bewegt sich. Geh weg, Bär. Geh weg. Nee. Oh shit. Huh, Hände in die Hand und weg da. Ja, wir halten fest, er ist nicht der Schnellste. Oh fuck. Der hat aber eine saubere Abkürzung genommen. Ach, sobald man aus dem Blickfeld raus ist, ist der weg. Hui! Bleib hier, Bär. Bleib hier. Wir sind noch nicht fertig. Shit, wenn der... Jetzt verpisst er sich aber. Ja. Jetzt hat er aber richtig Schiss.
mal wieder rennen kann. So, hier ist nämlich der Höhleneingang. Leute, ich sag's euch jetzt, jetzt will ich ihn auch platt machen. Oh, bleibt da stehen. Alter, der hält ganz schön was aus mittlerweile. Stirbt aber nicht, ne? Was ist denn der jetzt? Er ist gestorben. Wir haben nicht mal ein Messer dabei. Es tut mir leid, Bär. Alter.